Hallo meine Freunde, in diesem Anruf hört ihr wunderbar, wie sehr die Stromangebote mit einem Tablet, einem Fernseher oder wie auch immer absolut scheiße für euch sind. Ich lasse den guten Menschen am Telefon einmal vorrechnen und rechne mit ihm, dass ich das gute Ding am Ende komplett selber bezahle, anstatt es, wie er mir am Anfang sagt, geschenkt zu bekommen. Diese Geschichte gibt's nicht nur am Telefon, sondern auch bei lokalen Stromläden etc. pp. Achtet da drauf. Niemand schenkt euch etwas, weder im Internet noch im realen Leben. Wenn ihr irgendwo so ein Gerät dazu bekommt, bezahlt ihr es. Das kann sich dann lohnen, wenn ihr euch so ein Teil sowieso selber anschaffen wollt. Ansonsten lasst das und sucht euch im Internet unabhängig einen günstigen Anbieter, der keine Provision bekommt und euch nicht mit irgendwelchen Sachen lockt, außer mit guten Vertragsbedingungen. Viel Spaß! Sching, hallo? Schönen guten Tag, Herr, sind Sie richtig verbunden mit Herr Raschek Singh? Ja. Wie kann ich Sie helfen? Schön, dass es dir reicht. Und zwar geht es Ja. darum, dass Sie sich für ein Apple iPad 32 GB bei uns registriert haben am 24.03. Es ist lange her gewesen. Ja, das ist schon etwas länger her, da haben Sie recht. Und zwar haben Sie da kurz 2, 3 Minuten Zeit, damit ich Ihnen das erklären kann? Ja, keine Problematik. Ja, und zwar geht es darum, dass wir den Anbieter vergleichen, um zu schauen, was sie bei uns sparen können. Da habe ich einige Fragen zu. Heizen Sie mit Gas oder betreiben Sie Strom oder haben Sie beides? Wir haben beiden. Strom und Gas also. Ja, beiden, richtig. Ja, Sehr gut. gut. Sind Sie denn da mit dem Apple iPad 32 GB zufrieden oder wollen Sie da doch lieber ein Samsung Galaxy Tablet A oder ein Galaxy S7? Nee, ich habe keine Ahnung, ich kenne das ja nicht. Ich weiß, ich habe das hier nicht haben bisher. Ja, Sie können sich gerne entscheiden. Sind Sie eher der Apple-Fan oder mehr der Samsung-Fan? Das meistens ist mir egal, das will ein Telefon machen. Ja. Ja? Telefon Gerade also. einmal kurz, muss Tour zu machen, das Fernseher so laut, ja? Einen Ja, Moment bitte. kein Problem. Kein Problem. Oh mein Gott, dass Menschen müssen immer Lärm machen, wenn Menschen bei Telefon, das ist schrecklich. Oh Kein mein Problem, Chef. Gott. Ja, Kein wie Problem, Herr jetzt? Singh. Alles Ja, gut. jetzt alles gut. Gut. Bei welchem Anbieter sind Sie denn gerade, wenn ich fragen darf? Ich bin zu Hause. Nee, bei welchem Anbieter? Bei welchem Stromanbieter? Stadtwerken? Stadtwerke? Glaube ich, keine Ahnung. Ja. Ja. Haben Sie da kurz ein paar Minuten Zeit, mit mir darüber zu sprechen? Ja, das habe ich Sie schon mal gefragt. Ich habe ja sagen. Und zwar gibt es einmal einen Vertrag, in dem Sie ein iPad für iPad. 1 Euro mitnehmen können. Okay. Und zwar Also ich dachte, Sie sind Strommensch und jetzt würde Sie Handyvertragung machen. nee. Ich mache mit Ihnen einen Stromvertrag. Ach so. Und wenn Sie zustimmen, dann bekommen Sie dazu auch ein iPad für 1 Euro. Eine Und Euro. das Gute daran ist, dass dieser Stromvertrag sehr wahrscheinlich billiger ist als der jetzige Stromvertrag, den Sie gerade haben. Das heißt, Sie sparen dabei auch. Ach Sie so. bekommen als Prämie sogar dazu noch ein iPad. Noch ein iPad? Genau. Also 2 Stück? Nee, ein iPad Ach so. und Sie sparen dabei jeden Monat Geld. Ja, wie viele Geld? Wie viele Ja, das Europa? da müssen Sie mir sagen, wie viel Sie gerade bezahlen an Strom. 73 Euro. 73 Euro, gut. Und wie viele Strom verbrauchen Sie im Monat? Im Jahr meine ich. Das Ganze mal 12 nehmen. Ich kann das jetzt nicht bei Kopf machen. Ja, wie viele Personen haben Sie denn im Haushalt? 2 Stück. 2 Stück, dann sind das ungefähr 2500 Kilowatt, die Sie im Jahr verbrauchen. Ich rechne Ihnen das mal kurz eben aus, ja? Ja. Soll ich Sie Gut. das sagen, was wir für Gerät haben? Das können Sie Berechnung Nee, machen. wenn Sie mir sagen, dass Sie 2500, also wenn Sie 2 Personen haben, dann sind das ungefähr 2500 Kilowatt im Jahr. Ich Ja. rechne Ihnen das kurz eben aus, wie viel das, Also das Sie zahlen ja sind gerade 73 Euro. Ich ja. rechne Ihnen das dann mal aus, wie viel das bei uns wäre. Ja, das sind also wir haben bei jedes Zimmer das 2 Glühbirnen von das Lampen und dann Ja. das Ja, kommt. ich rechne Ihnen das kurz aus, wie viel Sie bei uns zahlen würden im Monat, ja? Wie Ja, viel Euro das wird. ich habe das gestern so in Mikrowellen kaufen, da ist das drauf gestanden. Soll ich das raussuchen? Nee, ist alles okay. Ich Okay.
rechne Ihnen das aus. Wenn das Verkäufer noch sagt, das sind so und so viele Stunden bei Jahr und das irgendwo habe ich das hinlegen, weil ich da immer Zettelwirtschaft mache. Moment, ich rechne das kurz aus, ja? Also, ja, oder? Ja, aber Sie müssen doch das Sachen haben, sonst kann man doch keine Berechnung machen. Ja, aber wenn Sie zu mir sagen, dass zwei Personen im Haushalt sind, dann weiß ich schon ungefähr, wie viel Sie an Strom verbrauchen. Das reicht mir schon. Auch ohne das Glubieren? Okay. Das brauche ich nicht zu wissen. Das ist nicht schlimm. Das brauche ich nicht. Muss man das nicht aufschreiben? Wenn Sie mir sagen, zwei Personen im Durchschnitt reicht schon. Ich sage Ihnen ja ungefähr, wie viel Sie verbrauchen. Ich kann ja nicht genau sagen, wie viel genau. Deswegen wollte ich das ja sagen, was wir haben. Nee, ist okay. Zwei Personen ist schon okay. Alle klar, Chef. Ja. Ja. Moment, ich rechne das kurz aus. Ja, darf ich das Rechenweg haben? Ich will mitmachen. Ja, 2500. Ja. Mal 0,2743. Was ist das für eine Zahl? Das ist der Verbrauchpreis pro Kilowatt. Oh, okay. Und zwar das durch 12, weil Januar bis Dezember, ne? Ja, 12 Monate. Ja, plus 22. Ja. 0,12 Grundpreis pro Monat. Und das dann auch mal 12? Nee, das bleibt dann einfach als Grundpreis. Ach so, aber 22, ja. 12, aber für jeden Monat? Nee, ja genau, das ist der Grundpreis. Dann muss man das doch mal 12 nehmen. Dann ist wieder ein Jahr. Nee. Gucken Sie, Sie zahlen jetzt, Sie würden bei uns 79 Euro zahlen und bekommen dazu als Prämie noch ein iPad. Das ist ja mehr als vorher. Das ist mehr als vorher, da haben Sie recht. Ich kann Ihnen das auch, aber Sie bekommen dazu als Prämie halt noch ein iPad. Ich kann Ihnen das auch einmal ohne iPad zurechnen, ja, dann würden Sie weniger zahlen. Das ist doch kein Prämie, wenn ich das bezahlen muss. Prämie heißt doch gratis. Ja, Sie bekommen ja das iPad gratis. Und ich bezahle das ja, wenn ich jetzt mehr für Strom zahle als vorher. Das ist ja kein gutes Angebot. Ich kann Ihnen aber auch den Strom günstiger machen, ja, als jetzt zahlen. Bazar. Ich zahle gerade 75 Euro, richtig? Ja. Ich mache Ihnen das jetzt noch billiger, okay? Aber dann bekommen Sie dazu kein iPad. Oh, aber du hast wegen iPad angerufen. Ich rufe an, ich rufe nicht nur wegen dem iPad an. Den Anbieter zu vergleichen. Aber und wenn man das ohne iPad macht, dann ist das günstiger? Ja, das rechne ich kurz aus, ja? Ja, aber das ist doch dann kein Prämie, weil dann ist das ja teurer als normal. Dann muss man das ja doch bezahlen. Das ist doch dann keine Geschenkung. Gucken Sie mal. Ja. Ohne iPad würden Sie bei uns 64 Euro zahlen. Das heißt, jeden Monat 15 Euro mehr nur wegen iPad? Dann bezahle ich das ja. 64 Euro. Ja, ja. 10 Euro billiger ohne iPad. Ja, ja, deswegen. Und wie lange ist Vertrags gelaufen? Das sind 24 Monate volle Preisgarantie. 24 Monate Mindestvertragslaufzeit. Ja, aber guck, hör dir mal zu. Da ist das doch kein Prämie oder keine Geschenk. Das ist ja dann bei 2 Jahren ist ja 240 Euro, dass ich mehr bezahle, wenn ich das mit iPad nehme. Da kann ich mir das ja auch kaufen. Das ist ja... Wenn Sie das kaufen würden, das sind 4 Euro. 4 Euro kostet ein iPad? Nee, das sind 4 Euro, die Sie im Monat mehr zahlen würden. Nee, du hast gesagt 79 mit iPad und jetzt sind wir bei 64 ohne. Das sind 15 Euro. Jeden Monat. Gucken Sie mal, Sie zahlen wie viel? Sie zahlen 75 Euro gerade im Monat, richtig? Ja. Gucken Sie, Sie zahlen 75 Euro. Wenn Sie das iPad mitnehmen, dann würden Sie 4 Euro mehr im Monat zahlen, aber haben ein iPad. Ja, das habe ich verstanden. Wollen Sie das iPad nicht haben, dann zahlen Sie 64 Euro. Das sind 11 Euro weniger. Ja, aber guck mal, da hast du gesagt, das iPad, das ist Prämie, so Neukundebonus. Und wenn man dann das iPad nicht will, dann muss man weniger bezahlen. Das heißt, das ist ja dann kein Geschenk oder kein Prämie, sondern ich bezahle das ja. Aber es gibt zwei verschiedene Verträge bei uns. Es gibt einmal mit iPad, das wird dann auch 4 Euro teurer. Ja, aber es gibt auch einmal ohne iPad, das wird dann halt 11 Euro billiger. Ja, aber das gleiche Strom. Natürlich gleich Strom, ja. Merkst du und das ist sogar 100%iger Ökostrom. Ja, warum ist der andere dann teurer? Weil das iPad dabei und dann ist das kein Geschenk mehr, dann bezahle ich das ja. Das ist ja nur wie für ein Fisch fangen, ein Falle legen. Oder? Nee, das verstehen Sie nicht. Das ist teurer, weil Sie gerade einfach einen billigeren Strom zahlen, deswegen.
Du also Sie können sich gerne noch... Du widersprichst dir total. Ja. Ja. Gut, dann, Sie haben Fall. recht. Merke das nicht viele Leute? Nee, bei manchen, das ist bei den meisten billiger. Sie haben einfach schon als einen billigeren Strom deswegen. Ach so. Ja, das ist nicht Es geht gut. nicht darum, es geht nicht darum, ich wollte Sie jetzt nicht belästigen oder so oder Ihnen Nee, eine Falle stellen, so ist das nicht. natürlich. Ich wollte Ihnen nur ein Angebot machen und wenn Sie damit nicht einverstanden sind, dann ist das auch okay. Ja, das Nun ist haben Sie ja, jetzt, das darfst du nun ja, sind Sie mit dem Angebot. Angebot ist ja immer in Ordnung, aber weißt du, wenn ich für das eine Mal das Gerät quasi Miete bezahlen, obwohl du sagst, das ist Neukundebonus, und wenn ich das Gerät nicht will, ist viel billiger, das ist doch Verarsche. Verarschung ist es nicht. Das ist halt, wir erklären Ihnen das Ja. und wenn Sie möchten, können Sie darauf eingehen. Ansonsten gebe ich Ihnen das andere Angebot, wo Sie halt 11 € weniger zahlen im Das Monat. ist ja wie bei indischer Mafia. Nein, sagen Sie doch nicht sowas. Ja, natürlich, das mit Kamelle. Nein, nein, nein. Nein, 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 das stimmt Na, nicht. das ist Das stimmt ja, nicht, Herr das, Sink. weißt du, kann ich auch sagen, hier, du kaufst du bei mir 3 Ziegen, ich gebe dir ein Kamel dazu, und wenn du dann sagst, ich will keine Kamel, dann musst du trotzdem gleiche Preis für das Ziegen bezahlen. Das ist genau das gleiche wie mit deinem iPad. Hallo? Sie haben Magst recht. du Kamele? Hallo, zum Doktor anrufen? Herr Sink, bitte. Was denn? Willst du keine Kamelle kaufen? Ich möchte keine Kamele kaufen. Danke sehr, Willst danke, du vielen Dank. Ziegebock? Schöne indische Ziegebock. Okay, wie viel kostet? Ah, wie bitte? Wie viel kostet? Mit oder ohne iPad? Mit iPad. Mit iPad 230 Euro und ohne iPad 200 Euro. Das gleiche Angebot wie bei dir. Weißt du, ich sag, ich schenke dir das iPad, aber wenn du die Ziege, wenn du das iPad dann nicht willst, dann kostet die Ziege plötzlich weniger. Verstehst du? Das ist das gleiche. Nein, Herr Sink, ich bitte Sie, gucken Sie mal. Sie zahlen doch einfach weniger. Sie zahlen 11 €, wenn Sie das iPad. Vergessen Sie dieses iPad, okay? Das war ein dummes Angebot von mir. Tut mir leid. Na, das ist, ich wollte Vergessen das Sie doch haben. Weißt du, brauchst du erst es. 7 Monate, um mich anzurufen und dann erzählst du mir so einen Quatsch da. Was soll Okay, das? Sie haben recht. Alles klar, es tut mir leid. Sie Ja, haben recht, okay? ja, Vergessen Sie dieses iPad. Haben ja. Sie trotzdem noch Interesse an diesem Angebot, wo Sie 11 € weniger zahlen würden im Monat? Kannst du dich bitte bei das heilige Ziegengott entschuldigen? Das wolltest du Betrügung machen? Entschuldigung, beim heiligen Zingott, tut mir sehr leid. Wofür? Dafür, dass ich Ihnen ein Angebot machen wollte, wo Sie ein bisschen mehr zahlen. Ja, vielen Dank schön. Jetzt kann ich Sie verzeihen. Danke Wo sehr. sollen wir den Ziegebock hinschicken? Das können Sie nach Afghanistan schicken. Was soll ich machen? Nach Afghanistan, bitte. Ne, die habe genug Ziegebock. Ja, nach Afghanistan, bitte. Ja, die habe schon genug. Die schicke das immer zurück. Ach so, Unfrei. okay, dann Unfrei. Hamburg. Hamburg, 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 Hamburg. Und glaub, in Hamburg sind auch genug Ziege und Hammelköpfen, oder? Okay, wo soll ich schicken? Sag mal du. Weiß nicht, wo rufst du? Du rufst an aus Hamburg, oder? Ja, genau. Ja, und wie ist Arbeit bei Callcenter? Weil mein Bruder, der hat bei Indien so einen Callcenter. Echt? Ja. Ist gut, weil so eine Helsing ist ja sehr witzig. Ja, das ist sehr, aber du bist auch sehr gut. Ich habe wenigen Kunden, das so gut mitspielen. Ja, Chef, wollen Sie dieses Angebot haben oder wollen Sie sagen Sie nein, ich möchte nicht? Ich will ja eigentlich nur, dass Leute aufklären, was Menschen für schlechte Angebote machen. Nein, das stimmt nicht, Herr Doch. Helsing. Sagen Sie sowas nicht. Ah, na doch, das Gucken Sie, ist doch Herr die Helsing. Wahrheit. Wir haben das doch ausgerechnet. Das ist das gleiche wie mit Kamel und Ziegebock. Nur ohne Aber iPad. nicht das Angebot, aber nicht das Angebot ohne iPad. Da zahlen Sie 11 € weniger. Ja, aber guck mal, du hast mir das so angeboten, das Beste von der Herr Welt, Sink. und wenn ich das nicht ausgerechnet hätte, dann würde ich jetzt viel mehr bezahlen als vorher. Obwohl du hast gesagt, du willst mir das schenken. Das ist gar kein Geschenk, wenn muss ich das selber bezahlen. Herr Sink, Ja? Sie haben recht, okay? Ja, ich Dieses hab Angebot recht. mit iPad ist Schwachsinn und Quatsch. Ja. Mein Kopf Knie. ist ein Ziegenkopf, okay? Was mit dem Ziegekopf? Ich bin ein Ziegenkopf, okay? Oh, beleidigen Sie doch nicht den Ziegebock. Nee, ich habe gesagt. Ja, nicht die Ziege beleidigen, weil Ziegen machen keine Okay, schlechten Angebote. Die kommen immer und wollen Milch geben, und dann muss man nur die Kopfstreichelung machen. Herr Sink, Sie sind Businessman, ne? Ich bin richtig Businessman. Nee,
Sie sind wirklich Businessman, oder? Ja, natürlich. Sie sind Inder, ne? Ich bin Inder. Sie machen viel Geschäfte mit Wolle und so, ne? Und mit Kamele, mit Teppich, mit Zickenbock. Nee. Oh, I think. Was denn? Hast du indische Bazar? Wegen indische Bazar. Hast du ein Problem mit indische Bazar? Nee, aber das stimmt doch gar nicht. Wie stimmt doch gar nicht? Sie machen keine Geschäfte damit. In Deutschland gibt es sowas nicht. Natürlich gibt es. Sie wurden in Baden-Baden. Überhaupt nicht wahr. Natürlich. Nein. An der Bildgleiche 78. Ja, du kannst ja mal dahin fahren. Das gibt irgendwie da 5 oder 6 Häuser. 1.9.1988. Nein. Nicht? Nein. Okay. Haben Sie Interesse an unserem Angebot? Eigentlich heiße ich auch eher Dimitri und nicht Drakesh, aber ist ja egal. Ah, okay, Sie heißen echt Dimitri. Ich heiße Dimitri. Manchmal heiße ich auch Ralf Siekhardt. manchmal bin ich auch ein alter Mann. Das kommt ganz auf die Tagesform drauf an. Nehmen Sie mich gerade auf. Ich nehme Sie auf den Arm. Nee, aber nehmen Sie mich gerade auf. Würde ich doch niemals tun. Gut, dann frage ich Sie nochmal, haben Sie Interesse an meinem Angebot oder nicht? Die Frage erübrigt sich doch, oder wenn ich da gar nicht wohne? Also nicht, ne? Ja, wo soll ich die Ziegebock jetzt hinschicken? Gut, dann hat es mich sehr gefreut, mit Ihnen zu plaudern. Möchtest du jemanden... Oh mein Gott, kannst du aufhören, Leute zu unterbrechen? Entschuldigst du dich nochmal bei den Ziegengott? Okay, ich entschuldige mich nochmal bei den Ziegengott. Ja, möchtest du jemanden grüßen? Wen soll ich grüßen? Weiß ich nicht. Mama, Papa, Freundin, Chef? Ich grüße Michael Jackson. Michael Jackson? Okay. Willst aber du... indischen Michael Jackson. Wie heißt indischer Michael Jackson? Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan. Oh, bist du Bollywood-Fan? Nein, ein bisschen. Oh, musst du das immer mit deinen Freundinnen gucken? Ja, natürlich. Ja, ist dein Freundin stolz, dass du bei Callcenter Leute so blöde Angebote machst? Natürlich. Ja? Klar. Sag, Schatzi, ich arbeite bei der Bank. Was machst du für deinen Lebensunterhalt? Ja, ich erzähle Leute am Telefon Quatsch und mach viel Geld damit. Ist gut in Lebenslauf. Okay. Ist gut für Lebenslauf. Willst du Praktikum bei Ziegenfarm machen? Dann kannst du ehrliche Arbeit kennen. Okay, Chef, jetzt Spaß beiseite. Also Sie haben kein Interesse an dem Angebot, ne? Und das Angebot ist scheiße, Jack. Das haben wir doch ausgerechnet. Okay, dann danke ich Ihnen viel. Ja, ich dir auch. Wollen Sie meinen Kollegen auch nochmal sprechen? Ja, gib her. Hier. Schönen guten Tag, hallo? Hallo, wer ist da? Na? Was geht ab? Mit meinem Namen von Yellowstrom, alles klar? Ja, und bei dir auch? Ja, danke. Was geht ab, Vanillabacke? Du lachst wie Kamel. Möchtest du auch einen Kamel kaufen? Okay. Hallo. Hat mich gefreut, Chef. Deswegen, Herr Dimitri, alter Opa, machen Sie es gut. Der Opa heißt Herr Maulwurf, okay? Herr Maulwurf, okay. Ja, Maulwurf, kannst ja mal bei Callcenter fragen, ob jemand Herr Maulwurf kennt. Okay. Vielleicht, die Chance ist sehr groß. Ciao. Tschüss.